Konnichiwa, meine kleinen lieben süßen und tummen Daddies und herzlich willkommen zu Blue Moon Princess von Genius Inc. Vor einer Stunde haben die in Instagram gepostet, dass das auf Deutsch und Russia und auf Englisch rausgekommen ist in Google Play Store. Und ich habe natürlich direkt zugegriffen und wir machen heute den Prolog. Mal gucken, ob wir es jetzt playen werden. Also ich denke schon, weil die waren ja gar nicht mal so hässlich. Zumindest habe ich drei in den... Also es ist kein Intro, aber von dem Bild da gesehen und dann dachte ich, ja, why not, why not, why not, das ist doch fantastisch. Deswegen machen wir auch den ganzen Scheiß. Okay, ich bereite hektisch Tee und Suppe vor, fülle sie in Thermoskan. Ich schaue auf meine Uhr und merke, dass ich kurz davor bin, zu spät zur Arbeit zu kommen. Aber wie kann ich Großvater alleine lassen, wenn er krank ist? Er ist ein alter Mann, alles könnte passieren. Ich gehe ins Schlafzimmer, um nach Großvater zu sehen. Er liegt auf den Kissen. Er sieht ein bisschen muskulös aus für einen Großvater, aber gut. Er sieht sehr blass aus. Für mich sieht er sehr dunkel aus. Du gehst besser zur Arbeit, Kime. Du wirst deinen Zug verpassen, wenn du dich nicht beeilst. Er hustet ein wenig und ich gehe mit einem Taschentuch zu ihm. Ich setze mich neben ihn auf das Bett. Vielleicht sollte ich mich krank melden, damit ich daheim bleiben kann und mich um dich kümmern kann. Red keinen Blödsinn. Es ist nur ein bisschen Grippe. Mir geht es gut. Du machst dir viel zu viele Sorgen, Kima. Deine Arbeit im Krankenhaus ist zu wichtig. Geh schon. Du hast Patienten, die auf dich warten. Ich sehe ihn an und zögere unsicher, was ich tun soll. Und wenn ihm etwas passiert, während ich bei der Arbeit bin? Ich will mich schrecklich fühlen. Er ist alles, was ich auf der Welt habe. Ich liebe ihn doch so sehr. Es gab immer nur ihn und mich. Meine Welt wäre vorüber ohne ihn. Ich stelle die zwei Thermoskannen und sein Handy auf den Nachttisch. Ich lasse das hier. In einer Thermoskanne ist Tee und in einer anderen Hühnerbrühe. Versuche, etwas zu essen. Und hier ist das Telefon. Ruf mich an, wenn du irgendwas brauchst. Oder wenn du dich schlechter fühlst. Oder wenn du egal, was du brauchst. Egal was. Ernsthaft. Okay. Ich verstehe. Du musst jetzt los. Ich meine das ernst. Großvater lächelt. Ich weiß. Ich küsse ihn auf die Wange und gehe. Als ich meine Tasche nehme, bleiben meine Augen an der Narbe auf meiner linken Handfläche hängen. Plötzlich durchströmt mich eine Erinnerung. Ich bin ein kleines Mädchen, ich bin bei Großvater. Wir sind ganz allein in einem Raum. Er hält eine dünne Rasierklinge in der Hand. Ich sehe, dass seine Hand zittert. Es macht mir Angst. Du musst sehr tapfer sein, Kima. Ja, werde ich. Ich werde wie ein Soldat sein. Ja, wie ein Soldat. Ich kann sehen, dass sich seine Augen mit Tränen füllen. Was geht denn jetzt ab? Kiebe, ich muss das tun, um dich zu beschützen. Uns zu beschützen. Ich weiß nicht, was du meinst. Oh. Sorry. Ich weiß nicht, was du meinst, Großvater. Du brauchst dich zu verstehen. Du musst nur wissen, dass ich dich liebe und dich niemals verletzen will. Er zieht die Rasierklinge tief über das Innere meiner kleinen Hand. Blut strömt heraus. The fuck? Es ist sehr schmerzhaft. Kann ich mir vorstellen. Ich schreie. Großvater, warum hast du das getan? Es tut so weh. Großvater versucht, das Blut mit einem sterilen Verband zu stoppen. Er drückt ihn fest auf die Wunde. Es tut mir leid, Kima. Verzeih mir bitte, Kima. Ich tue nur, was uns am besten ist. Wie immer. Es soll uns beschützen. Verzeihst du mir? Ich sehe ihn an und sehe, dass er sehr aufgebracht ist über das, was er getan hat. Ja, ich verzeihe dir, Großvater. Er küsst mich und ich lächle ihn durch meine Tränen an. Wir gehen zum Krankenhaus, um die Wunde nähen zu lassen. Ich greife meine Tasche und gehe zum Bahnhof. Wie immer grüble ich über diese Erinnerung. Ist es wahr? Wenn ja, warum hat Großvater das getan? Ich habe so viele merkwürdige Stückchen Erinnerung, die ich nicht verstehe. Vielleicht haben das alle Kinder, aber ich weiß es nicht.
Vielleicht ist es die Komplexität in der Welt, die wir als Kinder einfach nicht verstehen. Wie auch immer, ich kann jetzt nicht darüber nachdenken. Ich werde zu spät zur Arbeit kommen. Stimmt was nicht, Kimme? Nein, nicht wirklich. Komm schon, raus damit. Ich kenne dich zu gut. Was ist los? Großvater ist krank und hat Grippe. Ich mag es nicht, dass ich ihn alleine daheim lassen musste. Oh nein, es tut mir so leid zu hören, dass Lehman krank ist. Aber er ist ein starker, zäher Mann. Es wird ihm schon gut gehen. Ja, ich bin sicher, dass du recht hast. Ich sollte mir keine Sorgen machen. Der ist einer der Charaktere, der ist echt hübsch, wenn er sich nicht so verstecken würde. Genau da geht ein Mann an der Station der Krankenschwestern vorbei. Er ist groß und gut aussehend. Ich würde ihn daten. Und ich bin sicher, dass ich ihn schon einmal gesehen habe. Anna sieht, dass ich ihn anschaue. Oh, wer ist das denn? Kennst du ihn auch? Auch? Ich meine, ich glaube, dass ich ihn kenne. Kommt er dir bekannt vor? Er ist auf jeden Fall verdammt gut aussehend. Moment mal, ich meine das ernst. Ich glaube, dieser Mann folgt mir. Mir würde es nichts ausmachen, wenn so ein Mann mir folgen würde. Ernsthaft, Anna? Kennst du ihn? Nein, ich kenne ihn nicht. Aber ich bin sicher, dass er dir nicht folgt, Kimme. Du kennst doch deine wilde Fantasie. Immer von Märchenprinzen auf den weißen Pferden träumend. Der kommt, um dich zu retten. Er ist ein weiterer großer, schöner Mann. 10 Cent, das Dutzend. Wir lachen beide. Nicht in meinem Leben. In meinem Leben auch nicht. Aber ehrlich, ich bin sicher, dass es nichts gibt, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Vielleicht hast du recht. Sage ich, aber ich weiß, dass ich diesen Mann schon einmal gesehen habe. Bei der Feier meines 24. Geburtstages bei Howies habe ich schon einmal einen Mann gesehen, der genauso wie er ausgesehen hat. Anna war auch da, aber ich bezweifle, dass sie sich erinnert. Und jetzt, wo ich darüber nachdenke, stand der Typ nicht vor ein paar Monaten vor unserem Apartmenthaus? Das ist so unheimlich! Aber vielleicht hat Anna recht. Vielleicht ist es nur Zufall, gemischt mit meinen wilden Fantasien. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Ich betrete Claras Zimmer. Sie hat eine schreckliche Verbrennung und ich muss die Verbände wechseln. Hallo, Kimme! Das arme Ding, sie freut sich immer so, mich zu sehen. Sie ist seit fast einem Monat hier. Sie ist einer meiner Lieblingspatienten. So tapfer und positiv. Ich setze mich auf das Bett. Also, wie hast du geschlafen, Clara? Ich hatte einen Traum, dass ich auf ein Einhorn flog. Wow, ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Du warst bei mir. Ich lache und plötzlich schweifen meine Gedanken zu einer Erinnerung von vor langer Zeit ab. Ich bin im Krankenhaus. Ich bin sehr krank und eine Krankenschwester ist bei mir. Krankenschwester Betty. Ich sehe Großvater durch ein Fenster im Korridor stehen. Er sieht mich mit einem besorgten Gesichtsausdruck an. Ich liebe Krankenschwester Betty. Sie ist immer so freundlich zu mir. Es wird dir bald besser gehen, Kimme. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was los ist. Ist das mein Name? Kimme? Ja, das ist er, mein Liebling. Es gibt einen Vorhang zwischen meinem Bett und dem daneben. Menschen hasten hinter dem Vorhang herum. Was passiert dort dahinter? Nichts, mach dir keine Sorgen deshalb. Erzähl mir, was du geträumt hast, als du geschlafen hast. Ich beginne es ihr zu erzählen und dann wird alles still hinter dem Vorhang. Krankenschwester Betty sieht auf, als der Arzt und die drei Krankenschwestern hinter dem Vorhang den Raum verlassen. Sie scheinen sehr traurig zu sein. Was ist passiert, Krankenschwester Betty? Nichts, worüber du dich sorgen musst. Alles wird gut. Ich lächle, wenn ich an Krankenschwester Betty denke. Sie ist diejenige, die mich inspiriert hat, Krankenschwester zu werden. Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. Ich gehe zu Clara zurück und wechsle sorgfältig ihre Verbände. Ich glaube, das war die längste Schicht, die ich jemals hatte. Harter Tag? Schrecklich! Es wird Zeit, nach Hause zu kommen. Hast du noch was von deinem mysteriösen Mann gesehen, Kimme?
Er ist nicht mehr ein mysteriöser Mann. Was ist er dann? Ein extrem gut aussehender Mann. Der Stork Kime. Weißt du, Anna, du solltest über solche Dinge keine Witze machen. Stalken ist ein ernstes Verbrechen. Keine Sorge, Mona. Schon okay, sie zieht mich nur auf. Und ich will auch nicht an diesen Mann denken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in meinem Leben einfach Dinge passieren. Punkt. Dinge, die ich nicht verstehe. Das ist eines dieser Dinge. Wenn ich ihn wiedersehe, werde ich ihn direkt fragen. Ich habe keine Angst. Ich will dieses Mysterium auslösen. Mona sieht Anna an. Anna, ich denke, dass wir alle wissen, dass du keine Angst hast. Ich denke, dass du manchmal ein bisschen verrückt bist. Stimmt. Wir lachen alle. Am Bahnhof ist Annas und Monas Zug gerade dabei abzufahren, deshalb rennen sie. Tschüss, bis morgen. Ich rufe schnell Großvater an. Also, wie geht's dir? Ich bin auf und angezogen und fühle mich viel besser. Was für eine Erleichterung. Und ich verhungere. Gut, wie wär's, wenn ich dir einen deiner Lieblingsburger von Howie's mitbringe? Das wäre fantastisch. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich lege auf und beschließe, dass es besser wäre, zu Fuß nach Hause zu gehen, wenn ich bei Howie's vorbeigehen will. Außerdem ist es nicht so weit. Während ich gehe, bemerke ich, dass Vollmond ist. Es ist der zweite diesen Monat, ein seltener Blue Moon. Was für ein Glück. Es ist gelb, aber okay. Ich beschließe, einen Umweg durch den Park zu machen. Ich liebe es, die Reflexion des Mondes auf das Wasser, auf dem Wasser anzuschauen, besonders bei Vollmond. Ich stehe am See, schaue auf das dunkle Wasser und das Mondlicht, das über die Seeoberfläche kriecht. Ich lächle, hoffe, dass ich eines Tages so an einem See stehen werde, nur mit dem Mann, den ich liebe. Wer wird dieser Mann nur sein? Ich habe immer denselben Traum von mir und diesen aristokratischen Mann im Mondschein am See stehend. Aber es ist nur ein Traum und Träume werden selten wahr. Ich hatte sogar noch nicht einmal einen richtigen Freund. Ich bezweifle, dass so eine Liebe jemals Teil meines Lebens sein wird. Ich denke über das Wasser und den Mond und meinen Traumfreund nach. Deshalb bin ich mir nicht bewusst, was um mich herum vor sich geht. Oh. Hi. Plötzlich greift jemand meinen Arm. Hey, lass mich los! Ich ziehe meinen Arm weg und die Person wird ins Licht gezogen. Ich sehe ihn deutlich. Ich kann's nicht glauben! Es ist der Mann, der mir folgt! Du! Was willst du? Lass mich in Ruhe! Er flüstert. Nein, verhalte dich bitte ruhig. Sie werden uns sehen. Du musst mit mir kommen. Ich gehe sicher nicht mit dir. Hast du den Verstand verloren? Lass mich los! Ich kämpfe, um mich zu befreien, aber ist sehr stark. Wohin will er mich mitnehmen? Mona hatte recht. Stalker sind gefährlich. Ich habe Angst. Beruhig dich. Ich werde dir nichts tun. Ich bin hier, um dich zu retten. Ich beschütze dich. Mich beschützen, indem du mich kidnappst? Bitte sei still. Sie werden dich hören. Bitte, Kime, vertrau mir einfach. Ich werde es dir später erklären. Hey, woher weißt du meinen Namen? Das ist alles ziemlich mysteriös. Ich höre etwas hinter mir am See und drehe mich um. Ein Mann in komischen Kleidern kommt auf mich zu. Ich mag deine Haare gar nicht, aber du siehst echt strangey aus. Sogar der andere war nicht so strangey. Aber du übertriffst das schon ein bisschen. Ein Mann in komischen Kleidern kommt auf mich zu. Er sieht sehr stark aus, mit breiten Schultern und dicken Unterarmen. Man sieht das doch gar nicht, weil er sich ganz schön... Als ihr das gehört habt, bitte ignoriert das. Oh Gott, wie peinlich. Was wollte ich sagen? Ach ja, der ist ja zugedeckt und zum Krack. Du bist nicht so zugedeckt, aber du hast zu lange Haare. Hinter ihm ist noch ein eigenartiger Mann. Beide tragen kurze Hose, das sehe ich leider nicht, mit weißen Strümpfen,
Westen und langen Jacken. Sie sehen aus, als wären sie aus einem Stück von Shakespeare. Was passiert hier? Oh nein, sie sind hier und haben dich entdeckt. Komm, beeil dich. Wir müssen gehen. Ich bleibe, wo ich bin. Ich versuche, meine Hand zu befreien. Der starke, muskulöse Mann in den komischen Kleidern erreicht mich und greift meinen anderen Arm. Lass mich sofort los! Eure Hoheit, ihr müsst mit uns mitkommen. Bäh, Stimme schrecklich tief. Bäh, Entschuldigung. Ihr müsst mit uns mitkommen. Wir sind hier, um euch nach Hause zu bringen. Nach Hause? Du weißt auch gar nicht, wo ich wohne. Ich weiche von den beiden Männern zurück, aber ich verliere den Kampf. Ich sehe mich nach dem dritten Mann um, der etwas entfernt steht. Er ist am Ufer des Sees, hält eine Art merkwürdigen Anhänger um seinen Hals zur Seeoberfläche. Wellen, beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bring sie her, wir müssen bald gehen. Ich werde trotz meiner Widerstand näher zum See gezogen. Der erste Mann, mein Stalker, lässt los. Wow, der andere Mann ist zu stark und zieht mich von ihm weg. Ich drehe mich zu dem dritten Mann um, der immer noch den Anhänger hält. Etwas an seinem Aussehen kommt mir seltsam vertraut vor. Was geht hier vor sich? Kidnappen sie mich? Ich denke an Großvater, der zu Hause auf mich wartet und beginne zu schreien. Entschuldigung. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Findet jemand anderen zum Kidnappen. Wir haben kein Geld. Das ist Zeitverschwendung. Geld? Wir wollen kein Geld. Und wir wollen sicher niemanden anderen. Bitte seid nicht besorgt, Prinzessin. Was wollt ihr mit mir? Wir werden dir nicht wehtun. Wir sind gekommen, um dich nach Hause zu bringen. Ich kann allein nach Hause gehen. Mein Großvater wartet auf mich. Er wird besorgt sein. Er ist ein alter Mann. Wenn ich nicht zurückkehre, wird er die Polizei rufen und ihr werdet eingesperrt. Eingesperrt? Er lacht, der andere Mann lacht auch. Danke. Was ist so komisch daran, eingesperrt zu werden? Denken Sie, dass ich scherze? Menschen können nicht einfach andere Menschen schnappen und sie wegschleppen. Eure Polizei kann nicht so dumm sein und den zukünftigen König Englands einsperren. Bitte, was für ein König? Das ist nicht dein Ernst. Jetzt hör auf, dich so töricht zu vernehmen und komm mit uns. Das werde ich definitiv nicht. Du bist offensichtlich geisteskrank. Nur eine verrückte Person würde nachts im Park stehen, mit einem Spiegel auf den See zeigen und behaupten, König von England zu sein. Ihr dürft nicht auf so eine Art mit dem Prinzen sprechen. Sorry, Willem. Ich drehe mich zu ihm. Ich rede mit deinen verrückten Freund, wie ich möchte. Lass mich los. Du bist offensichtlich so verrückt wie er. Er zieht mich näher zum See. Ich kämpfe, aber es ist sinnlos. Er hält mich fest. Habt keine Angst. Wir wollen euch nicht schaden. Ich schaue ihm ins Gesicht und sehe, dass es freundlich ist. Irgendwie glaube ich ihm. Was willst du von mir? Ich bin Krankenschwester. Ich habe kein Geld. Aber vielleicht kann ich dir etwas anderes geben. Wenn du mich loslässt, werde ich niemandem sagen, was du getan hast. Ich kann erkennen, dass sie eine Art Schauspiel aufführt. Vielleicht bist du verwirrt. Vielleicht habt ihr beide eine Art Nervenzusammenbruch gehabt. Als Krankenschwester kann ich eure Geisteskrankheit verstehen. Ach du Scheiße. Okay, das sagt, das ist gut. Wir sind weder irgendwie krank, noch sind wir irgendwelche Schauspieler. Warum solltest du uns etwas unterstellen? Ihr tragt sehr merkwürdige Kleidung. Er sieht sehr verwirrt aus. Ich finde, dass ich passend für die vorliegende Aufgabe gekleidet bin. Du sagst wirklich die sonderbarsten Sachen, Prinzessin. Hör auf, mich Prinzessin zu nennen. Ich befehle deinen Bodyguard hier, mich sofort loszulassen. Genau da höre ich ein Wuschgeräusch. Ich schaue auf den See hinaus. Der Mann, der glaubt, dass er König wird, hält den Anhänger so hoch, dass das Mondlicht auf den See reflektiert wird. Zu meiner Überraschung hat sich eine Art Portal in der Mitte des Sees geöffnet. Wie kann das denn alles sein?
Was ist hier los? Was hast du mit den See gemacht? Sie können sich nicht so öffnen. Bitte, Prinzessin, habt keine Angst. Was stimmt nicht mit diesem Mann? Kann er nicht sehen, dass hier etwas sehr Merkwürdiges passiert? Beeilung, Weldon. Bring die Prinzessin. Wir müssen gehen. Das Wetter schießt sich bald. Weldon hebt mich hoch und trägt mich zum See. Ich werde nass. Oh nein! Sie haben vor, mich ins See zu ertränken. Ich trete und schreie. Ich sehe meinen Stalker auf uns zulaufen. Kommt er endlich mal und rettet uns oder rettet uns nicht? Das ist mir eigentlich ziemlich gleichgültig. Vielleicht versucht er, mich zu retten. Nein, ich glaube eher nicht. Vielleicht ist er meine einzige Hoffnung. Tja, der Stalker ist die letzte Hoffnung. Das ist auch was Neues. Ich halte ihm meine Hände entgegen. Hilf mir bitte! Er rennt so schnell er kann durch das Wasser, aber der Mann, der mich trägt, ist zu schnell. Kime, lass sie dich nicht durch das Portal mitnehmen. Was auch immer du tust, geh nicht durch das Portal. Hilf mir! Plötzlich wirbel ich in einen Strudel aus Wasser herum. Der Mann, der mich stalkte, ist verschwunden. Wir drehen uns und drehen uns. Ich bin bei dem Mann, der mich trägt und dem Mann, der denkt, dass er König wird. Es wird dir jetzt gut gehen, alles wird jetzt gut. Wir bringen euch endlich nach Hause, Prinzessin. Und dann wird die Welt um mich herum schwarz. Was ist passiert? Warum nennen diese Männer mich Prinzessin? Ich habe Angst. Was werden sie mit mir machen? Lies weiter, um es herauszufinden. Okay. Natürlich hören wir auch hier auf. Weil ich habe nur vor, den Prolog zu machen. Wie finde ich das Spiel? Warte, wir machen gerade beenden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das finde. Es ist sehr strange. Erstmal, der Opa ist komplett verdächtig. Der hat uns verletzt. Der will uns beschützen aus irgendeinem Grund, das mega super komisch ist. Und dann kommen irgendwelche Möchtegern-Leute an. Ein Möchtegern-Stalker, ein Möchtegern-König und ein Möchtegern-Bodyguard und sagen, yo, Prinzessin, komm mit uns. Du bist unsere Hoffnung und so ein Kack. Okay, aber es ist interessant. Ich werde mal gucken, ob ich das jetzt playe. Es ist ein bisschen, fragwürdig. Aber es ist noch interessant genug, um weiter zu spielen. Wie findet ihr Blue Moon Princess? Schreibt das bitte in den Kommentaren. Gebt einen Daumen hoch, das würde mich wirklich freuen. Ich habe das mal früher anders da gesagt. Aber egal. Bye bye, ciao, ciao, sayonara, und so weiter, I love you und bye bye.